Ja, wir sind hier in Halle Saale an der Universität und wir, eine Gruppe von AfD-Landtagsabgeordneten, haben soeben versucht, das Audimax zu besichtigen, wo zurzeit eine Besetzung stattfindet von selbsternannten Klimaaktivisten. Und wir wurden daran gewaltsam gehindert. Das, was wir erlebt haben, war ein schlechtes Spiel, eine Schmierenkomödie. Das Rektorat sah sich nicht imstande, einen Vertreter zu entsenden, der uns begleitet. Es wurde uns nur eine Person geschickt, die erklärt hat, nicht auskunftsfähig zu sein, keine Fragen zu beantworten und uns nur zu beobachten. Unter dieser unwürdigen Behandlung sind wir dann in das Gebäude gegangen und wurden von vermummten Gestalten, wie man sie von Antifa-Demonstrationen kennt, mit Gewalt daran gehindert, das Audimax zu betreten. Das ist die Kapitulation des Rechtsstaats, das ist die Kapitulation auch von so etwas wie akademischer Kultur. Denn wenn dieses Rektorat einen Sinn gehabt hätte, nicht nur für rechtsstaatliche Maßstäbe, sondern auch für Anstand, dann hätte es dafür gesorgt, dass uns der Weg freisteht in das Auditorium Maximum. Wir hatten diesen Termin ordnungsgemäß angemeldet. Das Rektorat wusste Bescheid, die Uni wusste Bescheid. Und leider haben uns einige von diesen Klimaterroristen den Zugang zum Hörsaal verwehrt. Wir haben dann versucht, uns Zutritt verschaffen zu lassen. Und das ist durch die Polizei aber nicht gewünscht gewesen. Hier scheint die Deeskalation vor allem anderen zu stehen. Und wir müssen feststellen, dass der Rechtsstaat hier aufgegeben hat. Es kann nicht sein, dass Landtagsabgeordnete, auf deren Dienstausweis steht, dass die Polizei uns helfen muss beim Ausführen unseres Mandates, hier praktisch uns nicht hilft und auch sich bei der Personenfeststellung derjenigen, die uns täglich angegriffen haben und uns auch den Zutritt verwehrt haben, also nicht aufgenommen haben. Wir mussten hier relativ viel Druck ausüben, damit hier überhaupt was passiert. Und ich glaube, dass die eingesetzten Beamten, ich zähle hier mal durch, hier sehe ich 6 Stück an der Zahl, wahrscheinlich auch nicht ausgereicht hätten, um uns den Zutritt zum Hörsaal zu verschaffen. Mein Rechtsverständnis ist folgendes: Wenn wir hier Zutritt gewährt bekommen haben mögen, dann sollte man uns diesen Zutritt auch geben und zur Not auch dann praktisch den Protest vor der Tür praktisch entfernen und so, dass wir nachschauen können, was in diesem Hörsaal passiert. Denn es ist schon von Wichtigkeit, warum hier ein Hörsaal besetzt wird und tagelang kein Unterricht in diesem Hörsaal stattfinden kann. Und deswegen war dieser Termin für uns heute sehr wichtig. Und wir werden diesen Vorgang natürlich auch im Innenausschuss nochmal auswerten und gegebenermaßen dann nochmal informieren, was daraus geworden ist.